Zählen Sie sich auch zu denen, die mit immer größerer Sorge in die Zukunft blicken und sich ängstigen über die Entwicklung in Deutschland? Der Mehrheit der 30- bis 59-Jährigen geht es zurzeit so, obwohl sie ihre persönliche Situation und ihre wirtschaftlichen Verhältnisse positiv einschätzen. Sie stehen den wachsenden sozialen Unterschieden und der Zuwanderung von Asylsuchenden kritisch gegenüber. Zudem haben sie Angst vor der Kriminalität und sorgen sich um ihren Lebensstandard im Alter. Sorge und Angst drücken uns nieder und machen unser Leben eng und klein. Sie nehmen uns die Luft zum Atmen, lassen unsere Gedanken nur um uns selbst und unsere Nöte kreisen, berauben uns schließlich der Lebensfreude. Doch Gott will nicht, dass unser Leben von Sorge und Angst bestimmt wird. Wir sind zu einem Leben in Freiheit bestimmt. Der Apostel Paulus sagt das so: Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Gottes Geist, davon ist Paulus überzeugt, weitet unser Leben, damit es sich entfalten kann. Ein frischer Wind weht durch unseren Alltag. Unsere Gedanken bekommen eine neue Richtung. Wir werden aufmerksam dafür, wie viele verschiedene Gefühle sich in uns regen, außer denen der Sorge und Angst. Die Lust wächst in uns, das Leben in die Hand zu nehmen als freier Mensch. Wie das geht, hat uns Jesus Christus gezeigt. Frei sind wir allerdings nur, wenn wir uns binden. Woran wir uns binden, entscheidet über das Maß unserer Freiheit und wie wir sie gebrauchen. Sorge und Angst wollen sie uns rauben. Sie wird es jedoch immer wieder geben in unserem Leben. Gebunden an Gott werden wir frei, ihnen nur den Raum im Leben einzuräumen, der ihnen auch zukommt. So bleibt genügend Platz für die Lebensfreude und für die Fantasie, Probleme gemeinsam verantwortungsvoll einer nachhaltigen Lösung zuzuführen. Niemand soll mit seinen Sorgen und Ängsten allein bleiben. Die Freiheit, die Gott für uns will, gilt allen Menschen. Sein Geist bewege uns, gemeinsam aus dieser Freiheit zu leben.